Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video hier bei Mehr Geschäft. Mein Name ist Pascal Fey. Und in dem Video schauen wir uns jetzt etwas an, was in jüngster Vergangenheit passiert ist, nämlich das Unternehmen Ankerkraut hat Großteile seiner Anteile, beziehungsweise die beiden Gründer, Anne und Stefan Lemke, haben große Anteile ihrer Firma Ankerkraut an Nestlé verkauft. Und wie da so jetzt die Leute drauf reagieren und wie auch ich final das bewerte, das gucken wir uns in dem Video mal kurz zusammen an. Let's go! Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, Glückwunsch. Also ich, ja, unternehmerisch größter Respekt, was die Unternehmer hier mit diesem Unternehmen auf die Beine gestellt haben. Ankerkraut, echt eine ordentliche Nummer. Das muss man erstmal so hinkriegen. Also wirklich unternehmerisch à la Bonheur. Und auch Glückwunsch für die zweite Exit-Runde. Das ist ja die zweite, erste Anteilsrunde gab es ja schon vor ein paar Jahren. Aber das war jetzt nochmal eine richtig große Runde. Und ja, wenn ich recht informiert bin, tatsächlich damit jetzt auch die große Mehrheit verkauft an den Nestlé-Konzern. Und das sorgt jetzt tatsächlich für einen richtigen Shitstorm. Ne? Und ich kann direkt schon mal hier sagen, ich schließe mich diesem Shitstorm nicht an. Ganz und gar nicht. Wer bin ich, das zu beurteilen? Und ich kenne weder die Gründer persönlich, noch kenne ich die Leute bei Nestlé persönlich. Und bin auch nicht so ein, weiß ich nicht was, getriebener Geist, der sich da irgendwelchen Strömungen jetzt anschließt und sagt, ja stimmt, das ist ja furchtbar und da muss man jetzt mal draufschlagen. Aber nichtsdestotrotz kann man ja spaßeshalber mal bei Google eingeben, Ankerkraut, kann man hier kürzen schon, zack. Und dann sehen wir hier, okay, es kommt ankerkraut.de, ist alles gut. Aber dann müsste schon relativ schnell hier, da, zack. Nestlé übernimmt Gewürz-Startup Ankerkraut, Fans stinksauer. Vor einem Tag bei Business Insider. Ne? Und dann hier Nestlé-Deal, Ankerkraut, Gründer und Gründerin reagieren auf die Kritik und so weiter und so fort. Ja, was ist also passiert? Die beiden Gründerinnen haben Großteile ihrer Anteile an Nestlé verkauft. Warum ist das ein Problem? Denn der Verkauf schlägt ja wirklich hohe Wellen, vor allen Dingen negative. Und in den sozialen Medien, was ist passiert, äußern etliche Fans der Marke, wie sehr sie sich über den Millionendeal ärgern. Das muss man sich mal vorstellen. Immerhin würden die Werte von Ankerkraut mit denen von Nestlé in keinster Weise zusammenpassen. Also ich habe mir das vorher mal richtig jetzt hier schön zusammengeschrieben, damit wir uns das gemeinsam mal angucken. Die Werte passen nicht zusammen. Gut, schauen wir uns das doch mal an. Schauen wir uns mal von Ankerkraut die Werte an, weil das gibt es ja auch auf der Webseite, wie ihr seht, einen eigenen Menüpunkt, unsere Werte, da seht ihr das. Ich habe mir das mal rausgeschrieben, die Werte auf der Webseite. Ja. Bla bla bla. Hierbei setzen wir auch einen klaren Anspruch an unsere Verantwortung gegenüber den Menschen, die unsere Gewürze so lieben, und gegenüber unserer Welt und den Lebewesen, die sie bewohnen. So, und da fängt es an, vielleicht auch schon ein bisschen kritisch zu werden. Das können wir uns gleich mal angucken, gegenübergestellt zu Nestlé. Dann geht es weiter. Wo wir können, versuchen wir etwas für unseren schönen Planeten und die Menschen darauf zu tun. Denn gemeinsam können wir helfen und Großes bewirken. Erstmal unternehmerisch, Chapeau, sehr, sehr gut, ne? Eigene Werte zu haben und das auch so zu kommunizieren auf der Webseite. Das würde ich euch allen empfehlen zu tun. Egal, auch wenn ihr es noch ganz am Anfang seid, ein kleines Unternehmen habt. Weiter geht's bei unserer Produktion und beim Verpacken. Fragen wir uns, ob wir verantwortungsbewusst und nachhaltig handeln. Und das ist, glaube ich, der härteste Klopper, dieser Absatz. Ja, bei unserer Produktion und beim Verpacken fragen wir uns, ob wir verantwortungsbewusst und nachhaltig handeln. Jetzt mal zu Nestlé, denn an das Unternehmen haben sie ja verkauft. Wofür steht Nestlé? Nestlé steht seit Jahren in der Kritik. Denn viele werfen diesem Konzern vor, mit seinen Produkten Profit auf Kosten der Ärmsten und auf Kosten der Natur zu machen. Und vor allen Dingen steht Nestlé im Feuer wegen der Rodung des Regenwalds, der Ausbeutung von Wasserressourcen und zuletzt wegen Geschäften mit Russland während des Ukraine-Kriegs. Also die kriegen es gerade so von allen Seiten schön auf die Fresse. Und natürlich hier so das, was ich gerade gesagt habe, ja, Rodung des Regenwalds, aber auch, ich glaube, das Wasser Vittel, ich glaube, es ist Vittel von Nestlé. Das ist so ein ganz kleiner Ort, ich glaube irgendwo Frankreich, was irgendwie fast leer gepumpt wird zu Lasten der Einwohner. Und wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt, was so über Nestlé gesagt wird, die Kritiken zu Nestlé, und das setzt man ins Verhältnis zu den Werten, für die Ankerkraut eigentlich immer stand. Und ganz ehrlich, die sie auch stark gespielt haben und weswegen sich
viele, viele Anhänger hinter diese Marke gestellt haben, dann sieht man, ey, das hat mal echt Potenzial, aneinander zu knallen. Das ist einfach nicht deckungsgleich. So, und jetzt ist die Frage, die sich viele stellen, ist das okay? Ist es eigentlich okay, dass die Gründer an Nestlé verkauft haben? Und soll ich die Produkte von Ankerkraut jetzt weiterkaufen oder nicht? Das ist die Frage, die sich die Leute jetzt stellen. Jetzt müssen wir mal uns angucken, dass das mit Sicherheit auch Zeitgeist gerade ist. Ne? Weil wäre das vor 15 Jahren passiert oder vor 20 Jahren, da wäre wahrscheinlich keine so große Shitstormwelle gekommen, weil einfach soziale Medien noch längst nicht so groß waren. Die freie Meinungsäußerung über Internetmedien war längst nicht so zugänglich und publik. Und ich sage ja immer, Social Media ist geschriebenes Denken. Warum? Weil wir Menschen haben im normalen Dialog, wenn wir uns mit jemandem unterhalten, haben wir so etwas wie ein Gewissen und Anstand. Das heißt, wir denken manche Sachen, wir sagen sie aber nicht, weil sie einfach, wenn wir immer alles sagen würden, was wir denken, wäre da draußen Mord und Totschlag. Wir würden uns einfach gegenseitig an den Gurgel gehen. Und deswegen haben wir sowas wie Anstand, sagen, nee, komm, kann ich also nicht sagen und so weiter und so fort. Im Social Media ist es anders. Da wird es einfach rausgerotzt. Warum? Du hast ja eine Barriere, da ist eine Distanz, ich sehe ja mein Gegenüber nicht, also kann ich mal so richtig schimpfen. Und das machen die Menschen natürlich auch. Indem tatsächlich solche Fragen gestellt werden. Dürfen die das? Und soll ich da jetzt die Produkte weiterkaufen? Und wenn ihr euch da mal ein bisschen mit auseinandersetzt, werdet ihr sehen, die werden richtig beschimpft, also richtig aufs Ärgste beschimpft. Und das ist Zeitgeist, weil es ist ja heutzutage so schön einfach, das zu tun. Weißt du, jeder Hinz und Kunst da draußen kann ja seine Meinung äußern, null fundiert, einfach irgendwelche Phrasen von sich geben. Im Zweifel sind die meisten auch gar nicht darüber informiert, ist Nestlé eigentlich immer noch so schlimm oder haben die nicht längst vielleicht irgendwie das eingesehen und haben sogar Gegenmaßnahmen ergriffen und spenden jetzt jede Menge Erträge, Gewinne und sonstige Gelder zugunsten wohltätiger Zwecke oder zugunsten von umwelterhaltender Maßnahmen. Das wissen wir doch alles nicht. Kann man auch mal nachlesen, da gibt es auch eine ganze Menge drüber. Beziehungsweise ich sage, die meisten wissen das nicht, sondern die schließen sich einfach irgendwelchen populären Meinungen an und geben irgendeinen Shit von sich. So, damit will ich jetzt aber auch nicht Nestlé in Schutz nehmen, gar nicht. Ich beobachte einfach nur, was da passiert. Und wenn wir uns dieser Frage mal stellen, ist das okay und soll ich die Produkte von Ankerkraut jetzt irgendwie meiden oder nicht, dann könnte man das ja auch mal vielleicht ein bisschen kritisch betrachten, was Ankerkraut da gemacht hat. Also zunächst einmal, wenn ich eine Firma verkaufe, dann wähle ich den Partner und den Käufer aus. Das haben die beiden getan. Ne? Also Anne und Stefan Lemke, die haben das getan. Die haben diesen Partner ausgewählt. Jetzt wissen wir nicht, ob es da vielleicht auch noch andere gab. Das wissen wir nicht. Sondern die haben sich ja offenbar dafür entschieden. So, aber mit dem, wofür Ankerkraut steht, hat das natürlich richtig Zündstoffmaterial und Potenzial, ganz klar. Und da kann man sich schon mal die Frage stellen, war es denen nicht bewusst oder war es ihnen egal? Also war einfach der Preis so hoch, dass man sagt, den Schmerz des Shitstorms, den halten wir aus. Meine Erfahrung ist nur die, Freude über Geld ist vergänglich. Wohingegen der Stolz und das gute Gefühl, etwas Tolles geschaffen zu haben, bleibt ein Leben lang. Wenn also dadurch, wir können ja nicht in die Zukunft gucken, aber tatsächlich das Unternehmen Schaden erleiden sollte, dann wird das den beiden Gründern immer anheften. Und die werden immer für den Rest ihres Lebens daran denken und sagen, ja, wir haben zwar verkauft, aber puh, das war wahrscheinlich irgendwie jetzt rückblickend nicht der allerschönste Move, das unbedingt an Nestlé getan zu haben. Ich weiß es nicht. Ne? Ich sage nur aus eigener Erfahrung, Geld, schön, aber so der Stolz und dieses, boah, ey, da kann ich mir echt auf die Schulter klopfen, da habe ich was Schönes geschaffen, ich habe was Schönes hinterlassen. Das könnte durch den Move einen Kratzer kriegen. Wir wissen es nicht. Also, jetzt die Frage, was sagen denn die Gründer selbst dazu? Das ist ja auch ganz spannend, habe ich mir auch mal eingelesen. Da gibt es ein Zitat, ich zitiere mal, wir stehen als Marke von Beginn an für eine ganz besondere Kundennähe und einen engen Austausch mit unseren Fans. Was wir nicht akzeptieren, sind Hass im Netz und Beleidigungen der Menschen, die bei Ankerkraut arbeiten. Fair. Wir haben uns bei dieser Entscheidung natürlich ausführlich mit Nestlé auseinandergesetzt. Am Ende haben uns vor allem die Menschen bei Nestlé überzeugt mit ihrem Verständnis für unsere Marke. Tja. Ich finde, das ist keine gute Stellungnahme. Da seid ihr, glaube ich, wahrscheinlich beraten worden, aber nicht sehr gut beraten worden. Weil ihr habt jetzt ganz klassisch hier eine Krisenkommunikation. Und Krisenkommunikation ist dann, oder anders, ein Tipp für Krisenkommunikation lautet detaillierte Informationen und detaillierte Begründung. Immer, Punkt.
Und also mein erster Tipp lautet jetzt nicht an euch von Ankerkraut, ihr seid unternehmerisch mir überlegen, sondern an euch Zuschauer hier, wenn ihr in die Situation kommt, euer Unternehmen zu verkaufen, dann wählt als Käufer jemanden, der eure Werte und Vision weiterleben lässt. Und guckt auf sowas, weil das ist nun mal einfach ein Zeitgeist heute, der tatsächlich zu großem Schaden führen kann. Und Präzision in der Begründung. Wenn ihr verkauft, dann liefert eine Begründung und liefert diese Begründung mit großer Präzision und tatsächlich je präziser, desto besser. Die Begründung jetzt hier von den Ankerkraut-Gründerinnen und Gründern, ja, wir haben uns am Ende, wir haben uns natürlich intensiv mit Nestlé auseinandergesetzt, am Ende haben uns die Menschen überzeugt mit ihrem Verständnis für unsere Marke. Das ist eine schwache Begründung und offenbar führt das ja überhaupt gar nicht zu einer Beschwichtigung des Shitstorms, sondern im Gegenteil, das Öl gießt nur noch mehr Feuer, Öl ins Feuer. Und das ist einfach nur eine sehr schwammige Begründung, die nur noch mehr Stoff für Empörung jetzt gerade liefert. Ja, also so ist die Situation. Spannend, wie es da weitergeht. Nochmal, ich halte es wie immer in meinem Leben. Wenn ich nicht alle Details kenne, enthalte ich mich so lange mit einer scharfen Aussage. Weil ich kenne die Details nicht. Mich würde es brennend interessieren, mich mit den Gründern da, Gründerinnen und Gründern mal drüber zu unterhalten, um es einfach nur zu verstehen. Aber es geht mir ja auch nichts an. Und hat das Unternehmen Nestlé in der Vergangenheit Dinge getan, die mit dem Zeitgeist heute nicht mehr so richtig vereinbar sind? Ja, mit Sicherheit. Tun sie das immer noch? Weiß ich nicht. Tun sie auf der anderen Seite wahrscheinlich auch Gutes? Mit Sicherheit. Also von daher, ich würde jedem raten, sich umfangreich zu informieren. Und ich möchte jedem, der das hier guckt, auch raten, überdenkt auch euer Handeln. Also schließt euch bitte nicht einfach nur blind irgendwelchen Meinungsführern an und kloppt mit in irgendwelche Kerben, die nicht nötig sind. Ich finde, das Leben ist viel zu schön, um immer auf irgendwelche anderen Schauplätze zu gucken und sich daran zu ergötzen oder zu erzürnen. Das ist nicht nötig. Dafür gibt es viel zu viel anderes Leid auf diesem Planeten, wo man echt was bewegen kann. Da muss ich mich nicht drüber aufregen, ob Ankerkraut jetzt an Nestlé verkauft. Also wirklich nicht. Nestlé wird ja auch nicht hergehen und sagen, Mensch, prima, jetzt haben wir das Unternehmen gekauft. Wo können wir denn jetzt der Umwelt was Schlechtes tun, indem wir Flächen roden, um da Gewürze abzubauen? Weil auch dieses Unternehmen wollen wir zerstören. Das sagen die ja auch nicht. Also. Aber gut, das ist am Ende meine wirkliche Meinung dazu. Tja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Seid ihr auch jemand, der sagt, nee, also um Gottes Willen, das muss man jetzt boykottieren? Oder seid ihr auch jemand, der sagt, Freunde, leben und leben lassen, wir sollten uns auf das Schöne im Leben konzentrieren und wenn, dann auf die richtig fetten Probleme, wo man vielleicht helfen kann und sowas eher unkommentiert lassen. Weil ich sage immer, worauf du dich konzentrierst, vergrößert sich. Warum ist die Bild-Zeitung so erfolgreich? Weil die nur Scheiße schreiben, weil es immer nur negative Schlagzeilen gibt. Sei nicht so ein Mensch, der sich an negativen Dingen ergötzt. Das waren meine Worte dazu. Danke fürs Zuschauen. Gib mir gerne mal einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal für mehr Geschäft. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.